Gesund in Franken mit dem Klinikum Nürnberg. Wir sind für Sie da. Ganz schleichend kam für Ernst Schmidt die Erkrankung. Jahrzehntelang hatte der ehemalige Kaufmann geraucht. Die ersten Symptome zu unauffällig, um gleich an das Schlimmste zu denken. Du merkst es am Anfang eigentlich gar nicht und merkst dann aber doch, dass die Luft immer knapper wird. Aber das ist ein derartig schleichender Prozess, sodass eigentlich niemand so aufpasst und sagt, naja, da muss ich sofort was tun. Erst viele Jahre später wird die COPD bei ihm diagnostiziert. COPD ist eine Abkürzung für Chronic Obstructive Pulmonary Disease, also eine chronische Lungenerkrankung. Ein, aus und feste. COPD ist eine Schädigung der Lunge und der Bronchien infolge von inhalativen Schadstoffen, typischerweise Zigarettenrauchen. In anderen Ländern können es andere Schadstoffe sein, bei uns ist es zu 90% das Rauchen. Es entsteht dadurch eine Bronchitis, das heißt die Bronchien entzünden sich und werden enger, sie lösen Hustenreiz aus und Luftnot. Und die Lunge selber, also die feinen Lungenbläschen, werden geschädigt. Es entsteht ein sogenanntes Emphysem, also eine zu große Lunge, die dem Körper aber weniger Sauerstoff liefert. So war es auch bei Ernst Schmidt. Der 69-Jährige begibt sich in medizinische Behandlung. Gesund bleiben, ein Fulltime-Job. Die Therapie setzt auf verschiedene Bausteine. Neben den Medikamenten, die die Bronchien erweitern, gibt es auch die Sauerstofftherapie. In schweren Fällen und vor allem bei jungen Patienten ist sogar eine Lungentransplantation möglich. Besonders bedrohlich ist jedoch der akute Anfall. Ersticken ist ganz, ganz mühsam, muss ich Ihnen sagen. Da gibt es Gott sei Dank ein Spray, das ganz kurzfristig hilft. Das brauchen Sie in jeder Lebenslage. Also das muss überall sein, in der Hosentasche, im Bad, Toilette. Denn diese Erstickungsanfälle kommen dann derart heftig, dass man ohne dieses Spray ziemlich aufgeschmissen ist. Natürlich gibt es bei der COPD auch eine erbliche Veranlagung. Hauptursache ist und bleibt jedoch das Rauchen. Die meisten wissen oder ahnen ja, das hat was mit dem Rauchen zu tun. Und es gibt Menschen, die an den Bronchien wenig empfindlich sind. Es gibt aber andere, die sehr empfindlich sind. Und spätestens, wenn jemand merkt, dass er diesen Raucherhusten hat und allerspätestens, wenn er merkt, dass er schlechte Luft kriegt bei Belastung, dann muss er sich überlegen, ob er wirklich weiter rauchen will. Morgendlicher Husten und permanente Verschleimtheit. Das können bereits erste Warnzeichen sein. Um auf Nummer sicher zu gehen, kann ein Besuch beim Facharzt Abhilfe schaffen. Denn egal wie harmlos die Bezeichnung Raucherlunge klingt, es ist am Ende die Luft, die zum Leben fehlt. Gesund in Franken mit dem Klinikum Nürnberg. Wir sind für Sie da.